Name ist Harry Gleisenstein. Der Betrieb, den ich führe, den gibt es seit 1990. Die Desiwil haben wir seit August 2014. Hat sich aus meiner Sicht bewährt. Wir bearbeiten ca. 25 Fahrzeuge die Woche mit 20 Mitarbeitern in der Werkstatt. Der Mitarbeiter ist nun mal ein großer Kostenfaktor. Und der macht sich natürlich mehr bezahlt, wenn er an der Arbeit ist und die Arbeit von einem Computer übernommen werden kann. Ursprünglich habe ich gedacht, mein Gott, sind natürlich extrem hohe Kosten jeden Monat. Wird sich das amortisieren, ja oder nein? Das wirklich zu errechnen, ist auch schwierig. Das kann man wahrscheinlich gar nicht. Aber man kann zumindest ein Gefühl dafür entwickeln. Ja, hat man den richtigen Schritt gemacht, ja oder nein? Mein Gefühl sagt mir, ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Es ist eine saubere Sache. Die Prozesssicherheit ist da und ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Also im Unternehmen führen wir hauptgeschäftsmäßig die Unfallinstandsetzung durch. Karosserieschäden werden behoben, dementsprechend dann die Lackierung erneuert. Und wenn man sich vorstellt, dass man als Mensch eine kleine Menge Material anmischen soll, ich wage zu bezweifeln, dass einer Farbton genau per Hand 30 Gramm anmischen kann. Ist technisch wahrscheinlich nicht möglich. Der Computer kann es und man hat natürlich dann weniger Material, was über ist, als großen positiven Aspekt. Mit dem Einsatz der Desiwil sehe ich, das Farbmischlager ist deutlich strukturierter, übersichtlicher geworden und die Materialeinsparung, die ist sicherlich enorm, weil der Computer, der macht genau das, was er machen soll. Allein mit diesem Faktor mir die Desiwil schon mal schön rechnen. Also die Farbtongenauigkeit ist durch die Desi ist deutlich verbessert worden. Der Computer, der kann nur richtig messen. Er mischt heute Ton 1 und in 3 Wochen Ton 1 und dann ist das auch Ton 1. Das kann man als Mensch wissen. Eigentlich sehr gut. Das ist einfaches Arbeiten, nimmt viel Arbeit ab. Einfache Programmierung, einfache Einstellung. Das ist ein super Gerät. Also in der Zeit, wo die Desi wieder mischen ist, selber die Farben, hat man natürlich Zeit. In der Zeit kann man an anderen Autos gucken, wie die Farben da sind. Also man kann die Zeit natürlich besser einteilen. Nachdem wir die Desi wieder haben, ist die Farbgenauigkeit auf jeden Fall besser. Dadurch, dass sie auch kleinere Mengen besser mischen kann, da sie unter den Grammzahlen 2 stehen mit dem Komma hat, die Maschine natürlich besser mischen kann, als wir per Hand, da wir nur eine Stelle zur Verfügung haben. Dadurch ist die Farbgenauigkeit auf jeden Fall schon besser. Die Maschine hat selber gesehen, lackieren wir eigentlich nicht mehr ganz so viel doppelt. Es kann zwar immer vorkommen, aber eigentlich ganz selten, weil dafür ist die Genauigkeit einfach zu präzise. Das heißt, wie gesagt, die Zeitersparnis ist super, die Farbgenauigkeit nimmt Arbeit ab. Ist halt wie ein guter Arbeitskollege.